Good morning. Ich habe jetzt meine Base schon so leicht gemacht fürs Shooting gleich. Der Rest kommt dann später. Und ich versuche euch heute so ein bisschen was zu zeigen vom Shooting, ohne euch zu viel zu zeigen, damit es auch noch eine Überraschung ist. Aber ich kann euch zeigen, wo wir shooten und wie das alles so ein bisschen aussieht, wenn wir das machen. Genau. Ich freue mich so. Und ein kurzer Reminder, ihr bekommt jetzt noch für ganz kurze Zeit den Augenbrauen- und Wimpernbooster. Ich glaube, das ist jetzt nur noch 2 Stunden gültig, der Code. Ich schreibe ihn euch hier nochmal auf. Ihr könnt hier hochswipen. Also wenn ihr Interesse habt an vollen Augenbrauen und langen Wimpern, dann jetzt hochswipen. Absolut gruselig, im Hotel frühstücken zu gehen, ist einfach niemand hier. Wir haben so ein süßes Frühstück jetzt bekommen und es ist so komisch, dass man wieder am Tisch sitzt. Aber ach, ich kann es nicht umdrehen. Also, er hat uns einfach was zusammengestellt. Richtig. Düd. Okay. Da muss ich gleich rein und das Wasser hat halt 15 Grad. I love it. Und jetzt geht's langsam los. Ich habe nämlich heute einen kleinen Bodybuilder-Auftritt. Jetzt werde ich eingeölt. Wir müssen jetzt gleich, wir machen ja jetzt gleich eine Form draus. Ich glaube, ich würde nur den Bäumen suchen. Sieht aber von, also von dem Hautton ist es. Das Shooting ist erledigt. Wir haben Spanien gefaked. Es hat gut funktioniert. Die Fotos kommen in 2 Monaten und das, worum es geht. So. Hotel, ich habe mich gerade noch kurz mit einem Freund getroffen und ich gehe jetzt auch ganz schnell ins Bett, weil ich werde morgen um 7 Uhr abgeholt. Und diese Uhrzeit bin ich wirklich überhaupt gar nicht mehr gewohnt. Also ich freue mich richtig, dass der Alltag so wieder losgeht und so. Also bei mir zumindest so ein bisschen. Aber das frühe Aufstehen vermisst niemand von uns, oder?